Hallo und herzlich willkommen zu Goodbye Battlefield 3. Wieso? Sorry, ich musste gerade einen Typ messern. Ging nicht anders. Sagt er einfach so. So. In meine Aufnahmebegrüßung da rein. Ja, auf jeden Fall habt ihr schon gehört, der Jens ist mit dabei und der Homer ist mit dabei. Ich freue mich, der Homer hat in letzter Zeit so wenig Zeit, Leute. Der hatte keinen Bock mehr auf euch, hat er gesagt. Und ja, deswegen spielt er nicht mehr mit. Ich spiel jetzt lieber Däumchen drehen, macht ja, mir Spaß. Ja, und Taschenbillard und sowas halt. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall ist das hier die Goodbye Battlefield-Serie. Bald ist Battlefield 4 dran, das habe ich letztes Mal schon gesagt. Und ich sag's auch nochmal, diesmal direkt am Anfang und am Ende nochmal. Bitte, bitte, bitte sucht die besten Battlefield-Momente raus. Rages, meinetwegen auch mit Epic-Szenen, also tolle Kills oder was weiß ich. Genug Folgen gibt's da ja und genug Zeit gab's da auch. Und halt auch, weiß ich nicht, lustige Szenen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, irgendwelche reingebackten Texturen oder was weiß ich, was da passiert ist. Irgendwelche Mutanten, Soldaten. Ich weiß es nicht. Nein, ich will Konterneifen. Scheißegal. Ja, auf jeden Fall, ja. Jetzt, wir spielen erstmal eine Runde Team Deathmatch hier und gleich gibt's noch eine Runde Conquest. Allerdings werde ich versuchen, die Goodbye Battlefield Folgen auf jeden Fall so rauszuhauen, dass wir, ja, bis zur Battlefield 4 Vollversion kommen. Das heißt, ihr habt noch ein paar Folgen Zeit, um euch, um im Prinzip zu Battlefield Tschüss zu sagen. Was soll das denn jetzt? Der Typ mit seiner scheiß Rotflinte, der nervt mich! Bam, 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 bam! Ich bin ein Mädchen und hau auf dem Tisch! Halt die Klappe, ich kann auch gegen die Decke hauen! War das wenigstens dein Kopf? Du kannst gegen die Decke hauen, ey, Alter, wie hoch ist sein Zimmer? Willkommen im Auenland oder was? Ah, aua, das war grad doof! Aua! Ah! Lol, wer hat mich ja, Auenland, Auerland! Ja. Ah, doch nicht, ich hätte doch nicht auf die Decke schlagen sollen! Ah, wegen. Ich wohne auf dem Dachboden! Da hat man vielleicht mal so ein schiefes Dach. Also ich kann auch stehen. Ich kann auch stehen. Bloß hat wohl mein PC steht. Aber könnte es was knapp werden. Okay, Schrotflinten sind hier erlaubt, sagt er. Ja. Ich spiel Zeiger. Schon genau. Ba, 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 ba. Ach man, was ist jetzt los hier? Ist ja schlimm. Bam, Junge! One hit! Wollen wir aufstehen? Danke. Ach ja. Homer, du bist dran mal wieder mit einem Thema. Ah, weg hier. Thema. Bibelstunde. Ja, Bibelstunde. Wir machen jetzt wieder ein Special hier da rein. Auch bei Goodbye Battlefield Folgen wird es Bibelstunde von Homer geben. Irgendwann wird das vielleicht. Wir überlegen momentan auch, ob wir das zu einem eigenen Format machen. Warte, muss ich mir jetzt kurz überlegen, Hey, denk dran, du hast auch noch Dennis Battlefield, ne? Denk dran. Alter, verrat das doch nicht! Bist du behindert? Was hab ich? Nix. Battlefield 4 Stern? Was? Lol, what the fuck? Mega, mega Lags gerade. Lol, ich war schon tot und hab noch weiter geballert? Okay. Ja, das kann ich halt. Oh, ja. Oh, herrlich. Typ mit seiner scheiß Schrotflinte. Lass ich auch mal mit anfangen. So, die Spaß. Lol. Slug-Munition, Magazinerweiterung und... Ah, nimm ich das Solo mit. Homer, ich höre immer noch nichts. Ich muss gerade über das nachdenken, was der Jens gesagt hat. Ich hab's nämlich nicht mitbekommen. Ist auch nicht so wichtig. Irgendwas mit Stern? Nee, ist egal, egal. Okay, Dim, 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 dim. Was ist das denn jetzt? Jeopardy? Nein, Wartemusik. Denkermusik. So, schön hier mit der Schrotze reinratzen, ey. Mein Gott. Huch. Ich hab jetzt auch hier mal. Boah! Haha! Einfach aus der Hüfte mit der Schrotflinte. Und die Nummer 3! Homer, ich warte. Ich hätte ein Thema. Ich weiß aber nicht, ob das ansprechbar ist. Ansprechbar. Ja, ob man dazu was machen kann. Zum Thema Institution Schule. Ob, warum nicht? Weil, aber was willst du da genau wissen? Was ihr für Erfahrungen genommen habt. Aus der Schule. Ob es euch was gebracht hat. In die Schule zu gehen. Ja. Ja. Nein, keine Ahnung. Kein Kommentar. Das sagen nur diejenigen, die schlecht waren, oder was?
Ne, ich war immer sehr gut in der Schule, muss ich sagen. Ich war so eine kleine Art Streber, muss ich auch mal dazu sagen. Ich muss sagen, also erstens hat mir die Schule immer gut gefallen. Das mag jetzt vielleicht überraschend kommen für einige, aber ich persönlich, da ich jetzt ja mittlerweile echt schon lange in den Arbeitsjahren drin bin und ja, da bekommt man dann schon irgendwie, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen? Nostalgie? Ne, man bekommt halt schon mit, so dass das Schule war halt eigentlich wirklich was Tolles. Man hat halt Wissen mitgenommen, hat halt dann, weiß ich nicht, nicht wirklich lange mal gehabt und jetzt sage ich mal, nur weil die Schule jetzt, also es geht jetzt nicht darum, dass ich jetzt nur Freistunden hatte oder sowas, darum geht es jetzt nicht, aber es geht halt darum, dass man halt, wie soll ich sagen? Aha, hat es also viele Freistunden gehabt? Nee, es geht so. Lol. Nee, das nicht. Aber eigentlich muss ich sagen, ich habe jetzt, sag ich mal, in der Schule habe ich nichts fürs Leben gelernt, sagen wir mal so. Ja, aber ich frage mich auch manchmal, warum gibt es sowas wie Japanischkurs oder, ist ein schlechtes Beispiel, vielleicht will man ja Japanisch lernen, aber Kunst und Musik, wenn man gar nichts von beiden drauf hat. Wenn man's, sollte nicht Pflicht sein. Nein. Ja. Das sollte eher so in dieses Wahlpflichtprogramm reinfallen. Ja. Wenn man sich dafür interessiert, soll man es machen. Das soll aber nicht in den normalen Stundenplan. Leute, die keinen Kunst mögen, sollen auch nicht oder dazu gezwungen werden, Kunst zu machen. Ja. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, Leute. Also da bin ich ein bisschen anders drauf, aber das hat. Warum gibt's denn zum Beispiel, das ist jetzt bei uns so gewesen, wegen solchen Bewerbungsschreiben und sowas, ne? Das hatten wir ja nur einmal in Deutsch und dann nie wieder. Das ist wiederum doof. Ja. Das sollte eigentlich wirklich jedes Jahr auch mal wiederholt werden, die ganzen Sachen. Genau. Weil jedes Jahr kommen halt immer neue Sachen hinzu. Was bringt mir eine Gedichtinterpretation? Ja. Im Gegensatz zu einer. Nee, also okay, Moment, da muss ich ganz kurz stoppen. Ehrlich gesagt, ist das, was ihr sagt, gehört schon einfach, das ist teilweise Allgemeinbildung. Und Allgemeinbildung hilft euch auch, um euch eben bei irgendwelchen Arbeiten jemanden zu bewerben oder sonst irgendwas. Also das hilft schon fürs Leben. Ob das jetzt eine Gedichtinterpretation ist oder irgendeine Werbeanzeige oder was weiß ich, das kann alles Mögliche sein. Ist eigentlich total egal. Eigentlich ist es in dem Fall schon sinnvoll, wenn ihr ein bisschen Mehrwert nach hinten mitnimmt. Und da lernt ihr zu formulieren, ihr lernt auf bestimmte Dinge zu achten und so weiter und so fort. Da geht es nicht um das, was ihr vorrangig dann macht. Es geht nicht um das Gedicht selber. Es geht um die Tätigkeit, die ihr dadurch lernt oder das, was ihr dadurch lernt. Und das finde ich schon wichtig. Auch bei Kunst und sowas ist es so, es geht ja nicht darum, dass ihr zu Picassos oder so ausgebildet werdet. Ja, es geht ja darum, dass ihr zumindest einfach, auch manche wissen gar nicht, dass sie eine künstlerische Ader haben und lernen das im Prinzip erst durch die Schule richtig kennen. Wissen im Kunstunterricht, war ich immer gut, war ich kreativ, ich konnte das und das gut malen oder was weiß ich. Und ich muss sagen, das ist schon sinnvoll dann, also in dem Fall. Nur um das kennenzulernen. Klar, Wahlfach und sonst irgendwas. Kann man daraus auch machen, aber Kunst ist halt auch so eine Sache oder Musik und so, das ist halt eher so eine Sache, die halt auch mal Spaß machen muss. Es geht ja auch darum, dass man in der Schule nicht nur Stress hat, sondern eben halt auch so ein bisschen versucht, sich so, ja, dadurch dann weiterzubilden. Ich finde es nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ich finde es nicht schlecht. Das haben die dadurch wieder zunichte gemacht, indem sie G8 hinzugefügt oder eingeführt haben. Weil das ist so verdammt stressig, dass ich jetzt in 2 Wochen 6 Klausuren geschrieben habe. Das heißt immer 3, so viel wie es nur geht. Und nach den Ferien schreibe ich auch nochmal ein paar. Das ist richtig scheiße. Ja gut, das sind jetzt eigene Erfahrungen und sowas, klar. Ich meine aber insgesamt, also klar, du lernst bei der Schule nichts fürs Leben in dem Sinne. Vielleicht teilweise mal was. Du lernst nichts im Prinzip über das, was so im Alltag passiert, so richtig heftig, lernst du da einfach nichts. Das, was du da lernst, sind Grundlagen dafür, wie du dann später Sachen einsetzen kannst. Sagt ja keiner, was weiß ich, ich hab schon ewig keine Kurvendiskussion mehr gemacht, ja. Das heißt aber nicht, dass das nicht sinnvoll war. Das Sinnvolle an dieser Aufgabe ist halt, dass man logisch denken lernt. Oder halt auch Zusammenhänge erkennt und so weiter und so fort. Darum geht es eigentlich, um die Grundwerte davon. Da geht es gar nicht genau so richtig um die Kurvendiskussion als solches. Weißt du, was ich meine? So, das ist nur ein Beispiel. Ja. Also, wie gesagt, manche Sachen setzt man vielleicht nie wieder ein, so, aber ganz, ganz ehrlich, Leute, genießt die Zeit und nehmt sie mit, weil bei mir ist es echt so, wenn man irgendwann im Arbeitsleben drin ist, dann ist man drinne. Und dann kommt man auch erstmal nicht so schnell da raus
Und wahrscheinlich auch bis zum Ende des Lebens nicht oder was weiß ich. Oder bis zur Rente oder so. Deswegen, meines Erachtens ist Schule schon sehr sinnvoll. Kommt halt drauf an, was man daraus selber macht, ne? Also, oder was man sich daraus selber mitnimmt oder so, ne? Da gibt's auch die verschiedensten Erfahrungen. Also ich finde, da ist keine Meinung in dem Sinne, die 100-prozentige. Man sollte die Schule genießen. Denn auf jeden Fall. Man hat nämlich nirgendwo mehr dann im Leben so viel frei wie in der Schulzeit. Ja, und nicht nur das mit dem Freisein, sondern auch man hat auch nie nirgendwo die Möglichkeit, so viel am Stück zu lernen wie in der Schule. Und im Prinzip dadurch halt auch noch, weiß ich nicht, ich meine Freundschaften zu knüpfen und so weiter und so fort. Das ist halt auch alles, ne? Weiß ich nicht. Ich find's schon sinnvoll und ich finde schon, dass das System könnte schlechter sein, ehrlich gesagt noch. In anderen Ländern müssen die Leute echt noch bangen, ob die überhaupt in die Schule kommen oder was weiß ich. Ne? Also von daher, seid froh darüber, was weiß ich. Es gibt immer Probleme, es gibt immer stressige Zeiten, aber glaubt mir, es gibt noch viel, viel stressigere Zeiten im Beruf. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Die Map schwitzt jetzt oder wird jetzt schon wieder in die nächste Dings geladen. Deswegen bitte nochmal dran denken, die Videos zu posten, die Zeiten am besten genau, wann das passiert ist. Dann mache ich ein Top 10 Video irgendwann davon. Und ja, ich danke euch fürs Zuschauen und danke den beiden fürs Mitspielen und bis zum nächsten Mal. Goodbye Battlefield 3. Ciao. Tschüss.